schließen. Geh mal auf den Stift hier oben. Da kannst du bei nicht gelistet. Öffentlich. Ja. Wollen wir es jetzt? Mir ist so unangenehm, das zu veröffentlichen. Ich hab so. Ja, also ich weiß nicht. Moritz, dein Abo-Special, das du selbst noch gar nicht irgendwie mal selbst gemacht hast, wird jetzt auf Vergnügungsparadies veröffentlicht. Geil! Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ja! Reicht das so? Jetzt musst du auf Speichern gehen. Änderung speichern. Funky! Juhu! Damit können wir jetzt uns einen schönen Rummeltag machen. Alles ist erledigt. Nochmal herzlichen Glückwunsch nochmal, von uns. Wir freuen uns. Wir gönnen auch. Wir gönnen. Sehr gut. Und wir sind die Nächsten. Wir sind die Nächsten. Vergnügungsparadies. Kann ich nur empfehlen. Wir nicht. Sind gerade straight auf die 200.000. Also wir tun Abonnenten. Jetzt was dafür, um weiter in die Richtung zu kommen. Ja, und fang jetzt an. Aber wenn das lustige Comedy-Pärchen Eiersalat sich jetzt noch weiterhin anstrengt, sind die auch bald bei 100.000. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Kirmes Markus. Volle Möhre! Und das Comedy-Pärchen namens Red Review. Ja. Achso. Da müssen wir aber die Achterbahn offen haben auf der Tour, ne? Piep, 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 piep. Ja, okay, wir gehen los. Attacke. Wir sind nicht so früh hier auf dem Platz, also Zeit. Ich kann ja mal sagen, wir haben es jetzt 19 Uhr. Ja. What, 19 Uhr? Andere Bude war erst ja. Thema. Ja. Wir müssen ja kurz mal eine Geschichte erzählen. Wir wollten ja morgen nach Düsseldorf fahren. Ja. Ist eine spontane Idee von Junkie gewesen. Ich habe mich sofort darauf eingelassen. Ist jämmerlich gescheitert. An Nichtfähigkeit, Tickets zu buchen und dann doch irgendwie. Nein, eigentlich ist die Deutsche Bahn schuld. Ja, aber ich war auch überfordert. Ich bin, ja, aber eigentlich ist die Deutsche Bahn schuld, weil du kannst auf deren Website aktuell keine Tickets kriegen. Tut mir leid, aber Sie kriegen keine 40%, wenn Sie 7 Tage vorher zahlen. Keine 25%, wenn Sie 3 Tage vorher kommen. Und keine 10%, wenn Sie morgen etwas wollen. Außerdem kann Ihre Frau hier nicht zum halben Preis essen. Und Ihre Freunde erst recht nicht. Noch Fragen? Bis zu 73% Sparen gibt's nur bei der Bahn. Neue Preise mit System. Die Bahn. Ohne dass sie sich aufhängt. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass das nur bei mir so war. Nein, ich habe es auch probiert. Ja? Besser. Ja. Ist der Nalok und Weide direkt hergefahren? Kann sein. Ja, wenn man sich auf was verlassen kann, ist es Hyper X. Ja. Der steht. Der ist da. Und ist da. André hat reichlich viel zu tun. Piratenabenteuer. Ich wollte gerade sagen Piratenflug, aber nein, das heißt Piratenabenteuer. Wenn man ganz auf vielen Veranstaltungen hier vertreten. Wenn man ganz genau hinsitzt, sieht man auch wieder oben Andreas Götze. Ich wollte gerade sagen, siehst du ihn auch? Ja. Komm, wir winken mal. Hallo. Andreas, der ewige Mitfahrer des Piratenabenteuers. Ja. Und wenn er da nicht drin sitzt, sitzt er Melody Star. So, es ist natürlich auch alles ein bisschen anders gestellt diesmal. Ja. Wir laufen hier auf Devil Rock zu. Ich finde, es ist dieses Jahr sehr schön gestellt teilweise. Ja. Es wirkt auch im Moment gerade sehr voll, weil Piratenabenteuer ist. Ja, es ist alles dichter. Es ist sehr dicht dieses Jahr. Ja. Hier kommen wir zu einem Laufgeschäft. Und da wollen wir durchlaufen. Da laufen wir jetzt durch, ja. Verrückt. Machen wir einfach mal. Da waren wir 2017 das letzte Mal. Ja. Ja. Das ist schön. Ich trinke ja keinen Alkohol mehr, ne? Aber hier drauf kann ich mich mal wieder besoffen fühlen, weißt du? Ja, die ist schön. Könnte ich ganz stark drauf stehen bleiben.
Kirmes Crazy gesehen habe, war von hier, wo er mit seiner kleinen Schwester hier durchläuft. Ja, das war... Die ja mittlerweile auch groß ist. Und Dominik viel besser zu Diensten stehen kann jetzt. Okay, da müssen wir nochmal hier ansetzen. Wir hatten gerade einen moralischen Schnitt, Entschuldigung. Ja. Fandest du es nicht krass, wie nass mich Dings gemacht hat? Alter, das war... Ich meine, ich war wahrscheinlich besonders bescheuert, dass ich genau immer da reingerannt bin in diese Dinger, aber es war keine Absicht. Das ist schon wieder fast ein bisschen Phantasialand hier. Guck mal. Hey. Guck mal, die kann man kaputt treten hier alle. Wahnsinn. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist der Wahnsinn. Hab ich so noch nicht erlebt. Bom, bom, bom. Das, 10 von 10 Punkten. Bom, bom, bom. Schnell weiter, weil ich muss weiter. Zur Rutsche. Ausgang ohne Rutsche. Wir gehen natürlich zur Rutsche. Wir sind große Rutschenfans geworden. Ja. Poseidon da hinten im Hintergrund. Oh, die Kleine, die flippt aus gerade. Geil. Für mich dieser Laserpix-artige Walkthrough-Part. Ja, mit den Dingern auf dem Boden. Das ist ja geil. Ansonsten ist es halt sehr gleich. Es ist halt derselbe Hersteller. Es ist an sich auch baugleich, bis auf was halt Freddy Circus diese Doppelrutsche neu bekommen hat. Ja. Und halt hin, ja. Sag du kurz mal ein paar Sachen, weil ab morgen wird sich hier viel ändern. Wir sind heute das letzte Mal da, wo noch so das steht, was hier steht. Happy Family und die XXL-Krake fahren nach Hamburg. Zum Hamburger Sommerdom. Ob was als Ersatz kommt oder was als Ersatz kommt, weiß ich nicht. Also es wird weitergehen, morgen ist aber ja. Eh immer Schließtag. Ja, Montag, also Dienstag ist immer zu. Und ansonsten Mittwoch bis Donnerstag von 14 bis 22 Uhr. Und wie lange geht jetzt der Volksfest Sommer noch? Ich glaube bis zum 31. Juli, 30. Juli. Weiß nicht, und dann wird es ja auch wieder ähnlich weitergehen für den Herbstrummel. Ja. Na, dann ist erstmal Ende und der Herbstrummel ist, glaube ich, Anfang September. Hier, bitte, fahr mit. Kipp ich um danach. Haben wir nämlich schon einen kleinen Streit vorher gehabt, wo ich gesagt habe, das darf doch wohl nicht wahr sein. Du fährst doch wohl mit mir mal. Ja. Also ich bin süchtig. Also, also steigst du ein oder wie? Ja. Und du nicht? Ich hätte schon Bock, aber ich kann gesundheitlich. Letztes Jahr war es die Zahn-OP und dieses Jahr, naja, man sieht es ja. Ich weiß gar nicht, ob das so auffällt, aber ich bin halt sehr blass. Und mein Kreislauf sagt im Moment schon bei den kleinsten Sachen einfach nur noch nein. Und ich kann mir nichts antun. Ich bin den Tag Melodies da gefahren, das war mir zu much. Dann gehe ich rein. Hey!
Vorsicht, Bügel öffnen, bitteschön. Du siehst so geschafft aus, was ist los mit dir? Das weißt du doch selbst, wie hart das ist. Wie hart das ist. Aber das ist auch wieder schön. Ja, natürlich. War krass, wie immer. Ja, hart immer. Das ist das tut so weh auch. Alles. Ja, das ist auch mit einer der Gründe, wo ich mir denke. So, wir haben die große Auswahl zwischen zwei Achterbahnen dieses Jahr wieder. Das gab es ja schon öfters hier. Wir müssen uns für eine entscheiden. Hier stehen zu viele an, darum gehen wir zur anderen. Ja, manchmal ist das Leben hart. Aber vorher erwartet uns der eigentliche Winterspaß. Ja, ja. Da habe ich mich jetzt schon so einen Monat drauf gefreut. Potsdamer Platz. Die Bergmannsche Winterrodelbahn, Reifenrutsche. Hat 1 Euro angezogen im Preis. Das ist natürlich klar, man steht jetzt auf dem Kirmesplatz, da muss man... Nee, aber generell haben wir alle. Ja, ist auch okay. Freue ich mich. Machen wir natürlich, probieren wir mal aus, wie sich das im Sommer so anfühlt. Ach so, hinter uns haben wir übrigens noch Maya Breakdance. Zum ersten Mal hier oben. Zum ersten Mal. Weiß ich nicht, ob zum ersten Mal überhaupt, aber auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht gesehen. Mit einem Stuki-Fan an der Rekommandur, ne? Und der Bergaufstieg strengt unseren Schwerbehindi natürlich sehr an. Oh, es geht noch. Ich bin gespannt, ob der Sommer schneller ist, ne? Nee, glaube ich nicht. Sollen wir heute mal alleine rutschen? Ja. Ja. Ohne anfassen. Also haben wir halt wirklich noch nie gemacht. A little bit anstrengend ist das. Ready? Ja. Also die große Vorfreude war jetzt natürlich enttäuschend. Man muss halt sagen, im Winter ist halt durch die Luftfeuchtigkeit und generell das Wetter der Teppich nass. Dadurch rutscht es halt viel schneller. Das war eine sehr langsame Fahrt. Ja. Wie gesagt, der Teppich ist halt. Spaß, alles Spaß. Ja. Sollen wir uns mit dem Dämonium beschäftigen oder sollen wir es ignorieren? Ja, willst du mitfahren? Immer, wenn man es uns schenkt, also fahre ich auch gerne mit. Also nicht. Sehr schön, gerade zu dieser Tageszeit, also zu diesem schon fortgeschrittenen frühen Abend, macht sich die Wildwasserbahn herrlich, weil man zuläuft hier aus der Gasse, ist wirklich alles ein bisschen anders gestellt auch. Ja. Und wenn dann hier noch so die Sonne drauf fällt, sieht das ja fast ein bisschen Europapark aus, als wäre... Ja. Freue mich drauf, habe ich Bock drauf. Ja. Putz, 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 putz. Komm. Putz, 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 putz. Da, feines Bötchen. Komm, Bötchen. Ja, da runter da mit dir, Bötchen. Feines Bötchen. Das ist aber neu, oder? Ja. Schön. Oh. Ja.
Ich habe sehr stark was abgetaucht. Könnt ihr normal machen. Könnt ihr normal machen. Ja. Wenn wir jetzt in einem Freizeitpark. Aber guck mal, ich bin ganz schön. Dort, oh, du hast ordentlich was. Ganz schön eingesetzt. Ja, aber wenn wir jetzt in einem Freizeitpark wären, würde ich sagen, komm, wir fahren normal. Ja. Nee, dann würde ich jetzt erst Rafting fahren und dann wieder Wildwasser. Ja, oder so. Aber das war echt lustig. Wenn es Rafting gibt. Das ist eine schöne Bahn. Ja. Wobei mir optisch Manitou. Ja. Manitou immer noch ein bisschen besser gefällt. Aber gehört ja alles in die gleiche. Genau. Lucky Star. Ja. Biergarten. Und Pacific Rim. Pacific Rim. Liebe Freunde, wir gönnen uns. Die Schleckermäulchen haben zugegriffen. Bei Nietzsches Früchte, Spaß. Ja. Oder hat die irgendeinen Namen? Nein, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Haben wir uns Weintrauben mit Vollmilchschoko. Hättest du gerne ein anderes Schoko gehabt? Ja. Mit Schoko geht immer alles. So, nach langer Zeit wieder mal in der XXL-Krake. Verrückt, ne? Du bist nur zu faul zum Laufen. Wo ist Justin? Justin! Justin, ah, da! Ich hab die nicht gesehen. Das ist unsere nächste Anlaufstelle. Ewig nicht mehr gesehen. Ja. Freue ich mich drauf. Ja. Fahren wir. Ach, da war ein Spaß für die ganze Familie. Wie geht's dir? Der Coaster. Jetzt für Sie zum Einsteigen bereit. Die Fahrt gefallen. Ja, war gut. War schön. Schöne Bahn. Klein, aber fein. So wie du. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass nicht doch ein bisschen gemütlichere Sitze da drin sind. Ja, das stimmt. Ein bisschen gepolstert wäre es gut. Ich bin halt, wenn man so hinten angelehnt ist, knallst du halt da echt ganz schön hin und her. Aber stell mal vor, Fang aus Rache. Ja, es ist so, es hat wieder so Präsenz in mir durch die Geschehnisse letztens, aber in Steglitz. Ja.
Da haben wir ja viel Zeit verbracht. Und das müssen wir natürlich einmal zeigen. Das ist sensationell hier. Wie schön, ne? Aber ordentlich gemacht. Ja. Eine kleine hübsch gemachte Entenbude. Hier die schöne Pirateninsel. Das habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt im Vlog, die ja tatsächlich, zumindest in Steglitz, ich will nicht behaupten, dass es immer noch so ist, aber die ja immer bös ausläuft, obwohl hier sieht man ja wieder, hier ist ja schon wieder ein bisschen ein kleiner Flusslauf. Die hat irgendwo ein Leck, ne? Und da läuft immer ein bisschen Wasser. Nee, du spritzt. Das ist Spritzwasser. Echt? Ja. Aber in Steglitz war es dann auch so, dass die da bis hinten... Ja. Also fahre ich heute jetzt nicht mehr mit, wir sind ja mit der Großen gefahren. Irgendwelche Worte zum Playball. Playball. Man kennt's. Who's Flipper von Meier. Richtig, danke. Immer hier, immer dabei. Das Riesenrad gegenüber auch von Meier. Meier hat ganz schön viel inzwischen, ne? Ja. Die Gaudi-Rutsche von Bergmann. Die zweite Rutsche dieses Jahr. Okay. Ja. Bringt mich immer noch nicht über die Enttäuschung der Winterrutsche, die jetzt eine Sommerrutsche ist. Kuros und Müllers kleine Schiffsbahn ist ja gar nicht da. Wollte ich dich ja vorhin reinsetzen, aber die ist aber nie da, weil die dann nämlich auf Krange wieder steht. Krange steht ja eigentlich immer nur alle, also ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr da steht. Nein, immer nur alle 2 Jahre. Ja, aber ich weiß nicht, ob dieses Jahr wieder 1 der Jahre wäre oder ist. Also, wir sind durch. Wir sind wieder am Beginn des Festes. Vor uns haben wir Melodies da. Wir sind mega viel gefahren heute für unsere Verhältnisse. Ja. Ja, super, da geht's. Wir haben gegönnt den Schaustellern, wir haben auch alles gezahlt. Ja. Aber fühlt sich irgendwie auch mal gut an. Ja, auch wenn dich das ja ein bisschen belastet inzwischen. Das tut mir leid, aber. So, ja, nee, dass mir auf den Magen geht, meinst du? Das geht natürlich nicht so weiter, dass du jetzt immer so ein. Ja, aber. Begrenztes Bübchen bist. Der Melodies da leuchtet schön. Ja. Und da kommt ein alter Mann raus, aber es ist nicht Max. Johnny. Das ist Johnny. Und die hübsche Catalina hat sich an die Rekommandur gesetzt. Ja. So, Frau Müller startet. Ja. Letzte Worte. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich, euch zu sehen. Das sind aber keine letzten Worte. Das war heute meine letzten Worte in diese Kamera. Aber schön Neues, wie schön. So, ein gutes Fest wird natürlich mit einem Bratwürstchen beendet. Bei Hartmann. Immer lecker, ja, günstig. Kann man sich immer gut ernähren und gut auch besüppeln, wenn es einem danach ist. Aber das haben wir heute nicht gemacht. Nee. Und sagen hiermit auch schon Tschüss. Tschüss. Leider wird es mit der Rheinkirmes nicht. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Nee. Sag noch 2 Worte zu Escape. Und ja, mal gucken, was da noch kommt. Sieht schön aus. Ja, es sieht gut aus. Und ich denke mal, wenn die Fahrt dann richtig, das wird ja eingefahren im Moment noch. Ich denke mal, das wird schon geil. Ja. Es sah ein bisschen langsam aus, wie es wahrscheinlich jeder bemerkt hat, der sich ein bisschen damit aber so beschäftigt. Ich glaube, der Schein tut. Ich glaube, der Laden kann richtig Tempo machen. Wir werden sehen. Wir wünschen jedenfalls den Körmann viel Erfolg. Ja. Haben imaginär auch ein paar Centstücke ihnen zugeworfen, wie man das so macht. Und wünschen euch weiterhin einen schönen Sommer. Ja. Dir gute Genesung. Morgen ist Arzttermin, da wissen wir mehr. Ja, ja. Und wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder.
wo auch immer, ich weiß es nicht, aber man fällt uns schon ein. Sommerdom. Sommerdom. Ja, wir fahren nach Hamburg. Aber leider auch wieder ein bisschen verspätet. Also wird nicht. Aber vielleicht machen wir auch noch was anderes zwischenzeitlich. Genau. Man weiß. Okay. Bis dann. Sag tschüss. Tschüss.